Moin Leute, der neue Flo, das Original. Viel Spaß mit meinem Video. Let's go! Moin, ich bin's wieder. Ja, ich esse ein bisschen Pommes. Wie immer halt. So. Heute geht es darum, wie man ein CD-Laufwerk auch bekommt, obwohl der PC aus ist. Genau. Laptop geht genauso. Lediglich braucht man eine. Korrekt. So, fokussieren mal. Immer der gleiche Rotz, immer hat er keinen Bock. Ach, ist auch egal. So, auf jeden Fall habe ich ja Licht. So. Ja, witzig, jetzt kann halt mehr frei. Mein Kamerastativ ist leider Schrott gegangen, deshalb nehme ich es mal so in die Hand. Ich klemme es auch mit zwischen die Beine in meine Kamera, dann passt es. So. Also, ich sehe da unten. Nein, seht ihr nicht. Och, Mann, wenn die Kamera wieder nicht will. Das ist so nervig. Boah, Leute, ich gehe gerade auf den Boden. Boah. So. Also, ihr seht da hier. Dieses Loch hier. Genau dieses. Mal vorgesehen würde. Das ist echt nervig, Leute, wisst ihr das? So. Alter, scheißegal, ne? Wenn die Kamera keinen Bock hat, dann hat sie keinen Bock. So, auf jeden Fall da oben das Loch und da unten das Loch. Da unten ist die LED, kann man vielleicht sehen. Da oben nicht. Das ist nämlich. So. Ja, ich setze das Handy um. Egal. Das ist nämlich. Zum Öffnen. Ihr habt einfach eine normale Büroklammer. Steckt hier ins Loch rein. Oh Mann, das hört sich so pervers an. Drückt dagegen. Und tada. Das Laufwerk ist offen. Mehr oder weniger. Okay, nochmal. Das dauert immer ein bisschen. So. Ist offen und jetzt kann man die CD rausholen oder halt reinstecken. Ja, das ist dazu gedacht, dass man halt nicht den ganzen PC anmachen muss und dann wieder reinschieben. Falls er den PC jetzt anmacht, macht es kurz klack, weil das ist nicht ganz drin. Und wenn er angeht, dann ja, dann ist er 100% nicht drin. So. Das geht aber natürlich nicht nur mit dem Rechner, sondern auch, sondern auch mit dem Laptop. So, ihr seht da hier, hier einmal das Loch, da einmal und da einmal. Nein, nicht das hier, sondern Quatsch, was habe ich da? Einmal das hier. Und einmal das da. Oh Mann. Das ist die LED. Man sieht es vielleicht. Das dann nicht. Da steckt jetzt auch. Mein Laptop ist aus. Da steckt jetzt auch die Büroklammer rein. Und dann. Och Mann. Jetzt rutscht der Laptop weg. Das ist so nervig, Leute. Und dann steckt ihr da die Büroklammer rein. Ich halte mir mit der anderen Hand, ich kann mit der Hand nicht das Ding aufmachen. So. Und dann steckt ihr das jetzt hier rein. So. Drückt kurz dagegen. Und dann habt ihr jetzt auch schon offen. Ganz einfach. So. So. So geht es, genau. Ah, ich habe... Ah, nee, oder? Kann es sein, dass nur fokussiert, wenn da Licht ist? Fällt mir jetzt das auf. Guck mal, ohne Licht. Warte, ich mach kurz weiter weg. So, fokussieren mal. 3, 2, 1. Hilft nichts. Fokussieren mal. Hallo. Fokussieren. Danke. So.
Hier vogelt jetzt nicht gerade. Wenn ich aber Licht anhalt. Ich habe Gefühl, es fokussiert nur, wenn Licht da ist. Gut zu wissen. Gut. Okay, auf jeden Fall ist jetzt offen. Dann kann man schon wieder zuschieben. So. Ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Ihr müsst wirklich aufpassen, Leute, dass ihr nicht die LED reindrückt. Das wäre ein bisschen scheiße. Sondern hier das freie Loch. Guckt lieber dreimal nach. Lieber dreimal nachgucken, als ja, nachher LED-Scheiße. Kaputt ist. Bisschen kaputt, bisschen scheiße. Ja. Also müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nicht in falsche Loch reindrückt. So. Ich esse meine. So, Licht anhalten, dann fokussiert's nicht. Bringt echt, glaube ich. Ich esse meine Pommes weiter. Und, ja. Genau, das war mein Lifehack. Wie heißt denn das Kackding da? Lifehack, glaube ich. Irgendwie so. Ja. Schön, dass ihr es anguckt habt und schön ein Like geben. Für mein Geschwätz mal wieder. Nein. Gebt mal ein Like. Die will nicht stehen. Steh mal. Och, nicht in die Pommes reinfallen. Ach, ist auch egal, Mann. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.